Leute, was will ich euch mit dem Video sagen? Und zwar, dass ihr verdammt viel Zeit habt. Dass das meiste, dass ich keine Zeit für das und das habe, einfach nur Ausreden sind. Ihr habt einen ganzen Tag, Leute. Strukturiert euren Tag durch. Macht ein gutes Zeitmanagement, ja. Egal, wie viel ihr arbeitet, ob ihr in der Schule seid, studiert etc. Ihr habt Zeit, um an euren Zielen zu arbeiten. Ihr habt Zeit, danach ins Gym zu gehen. Eine Dreiviertelstunde jeden Tag. Jeder hat das. Zeitmanagement. Plant euren Tag durch. Habt wirklich eine Struktur. Arbeitet an euren Zielen und gebt wirklich Gas, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Das ist einfach verdammt wichtig, um zu wachsen. Weil wenn du das nie probierst, wirst du immer darüber nachdenken, das wird nie aus deinem Kopf weg sein. Und wenn es wirklich scheiße ist, dann du kannst du nichts verlieren. Let me break it down right quick for my haters, my dictators and bad raiders. Since you never seem to get it right no more, then right no more. Ich frühstücke übrigens fast nie was, ja, also ich stehe echt auf und trinke einen Kaffee und esse dann meistens so erst ab 10, 11, 12 was, ist auch scheißegal, aber ich nehme auf jeden Fall Whey mit, weil auch so Dinge, wenn ihr nüchtern ins Training geht, wenn ihr in der Früh länger nichts esst, ist es aber trotzdem wichtig, dass ihr zumindest eine gute Proteinquelle habt und dann haue ich mir so um 19, 11 oder so mal einen Shake rein, okay, das brauche ich noch, Brille, Kopfhörer. Heute ist der größte Hustle, den wir je gemacht haben. Heute habe ich 9 Meetings. 9 Meetings innerhalb 9 Stunden. Das bedeutet, 8 davon sind Bewerbungsgespräche. Und jetzt am Anfang habe ich ein Meeting mit Pascal, weil wir vielleicht eine geile Summer-Challenge machen. Morgen. Mein Hotel ist 2 Nächte gebucht in Köln. Frühstück hast du mir nicht dazu gebucht. Das finde ich sehr, sehr lieb von dir, dass du mir einfach kein Frühstück dazu buchst. Kein Frühstück bei meinem Hotel, bei der FIBA dazu gebucht. Vielleicht bin ich ja schon zu übergewichtig. Ich habe das jetzt für 1 Monat genommen, bis wir ein Büro haben und du kannst halt hier, du zahlst hier gleich 99 Euro und kannst halt das ganze Monat hier arbeiten, hast WLAN und so etc. und hast all you can drink, also gratis, Filterkaffee, so viel du willst. Das ist mein Untergang. Wir nehmen euch einfach heute mal komplett mit, wie mein Arbeitstag in Berlin aussieht, was ich hier mache, wie ich mich aber auch ernähre unter der Arbeit, weil ich glaube, das ist extrem gefragt. Wenn man viel arbeitet, habe ich jetzt sicher so einen 10-Stunden-Tag von mir, was ich esse, Leute, wie ich mich ernähre, weil ich habe jetzt nichts vorgekocht, aber muss es irgendwie schaffen, unterwegs Dinge zu essen oder zu kaufen, die trotzdem in die Ernährung passen. Und mal schauen, auf was ich noch alles eingehe. Ich habe jetzt am Anfang ein Meeting mit dem Pascal, der arbeitet schon seit dem ersten Fit & Shredded Buch, also mit dem habe ich das Ganze designt. Da gehen wir ein paar Sachen durch, weil wir ein paar Dinge planen. Ich will eine geile Summer-Challenge mal wieder machen. Das heißt mal wieder, das haben wir jetzt letztes Jahr auch gemacht und Anfang des Jahres hatten wir auch die Fit & Shredded Challenge. Mit ihm gehe ich ein paar Sachen durch und dann um 10 habe ich schon das erste Meeting und dann habe ich echt 9 Stunden oder beziehungsweise dann ab 10 Uhr 8 Stunden jede Stunde ein Bewerbungsgespräch für unser Team in Berlin. Eine Roomtour. Es kommt eine Roomtour. Aber wenn ihr das Video schon seht, dann ist die Roomtour schon online. Die Marisa wird mich killen für das. Was geht? Grinsa moi. Weil wenn du das nie probierst, wirst du immer darüber nachdenken, das wird nie aus deinem Kopf weg sein und wenn es wirklich scheiße ist, dann kannst du nichts verlieren, so, weißt du? Ich dachte mir auch, wenn das hier in Berlin, wenn mir das nicht gefällt oder wenn das nicht passt, habe ich halt einiges an Geld in den Sand gesetzt. Ich habe die mega Erfahrung gehabt und das wäre das Worst-Case-Szenario, was passiert. Wenn ich was beginnen würde, dass das einfach richtig, richtig los wird. Fazit, Leute, es ist jetzt genau 11 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen übrigens. Jetzt trinke ich meinen Shake. Ich habe schon richtig, richtig Hunger. Das heißt, ich trinke jetzt einen Shake und dann zum Mittag werden wir irgendwo was essen, Leute. Ich hatte jetzt bis jetzt 2 Meetings in der Früh eben mit Pascal, also kurz mit der Marisa, ja, die mir ein Hotel für die FIBA gebucht hat. Ich
Ich erzähle jetzt einfach mal, vielleicht interessiert euch ja das wirklich alles. Da mit Pascal wegen der Sommer-Challenge habe ich aber auch schon gesagt, dass wir da vor dem Sommer was richtig Geiles machen wollen. Da werden wir uns ein paar geile Dinge überlegen. Und jetzt hatte ich eben ein Bewerbungsgespräch mit einer aus Wien, die auch in der Army ist, was ich richtig geil finde. Also, dass Leute hier, dass ich hier Leute einstelle, ins Team hole, die in der Army sind, das ist natürlich der Hammer, weil wenn ich dieses Teamgefühl da, dann ist das für mich ein absoluter Vorteil. Und mal sehen, war richtig, richtig cool. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl. Jetzt um 11.30 Uhr habe ich das nächste Bewerbungsgespräch und um 12.15 Uhr habe ich das dritte Bewerbungsgespräch. Ich habe jetzt ein Skype-Meeting wieder. Und das mache ich übrigens immer per Videocall, weil ich finde es ganz wichtig, dass du die Personen siehst. Ja? Also entweder persönlich oder Videocall. Und auch wenn du Videocall machst, du hast ja nicht nur ein Bewerbungsgespräch. Das bedeutet, du machst, bei mir ist es immer am Anfang so, will ich mal schauen, ob das über persönlich passt. Weil das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig für den Erfolg, dass es vom Persönlichen passt, von der Einstellung her etc. Und dann mache ich immer mindestens ein zweites Gespräch, wenn nicht sogar ein drittes, wo wir noch viel mehr ins Detail gehen durch den Aufgaben, auch über das, über die Position sprechen, ja, also wirklich über den Inhalt, über die Skills, und das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich bin einfach der Meinung, in erster Linie das Persönliche muss absolut passen, weil auch wenn jemand noch nicht die Skills hat, aber wirklich dafür brennt und motiviert ist und was reißen will, dann ist das viel, viel wichtiger, als wenn der jetzt irgendwie schon die heftigsten Fähigkeiten hat, dann wird das Persönliche einfach überhaupt nicht passen. Ja? Weil man kann ja alles lernen erstens, und zweitens ist es, finde ich, absolut wichtig auch für mich als Leader von dem Ganzen, dass Leute sich weiterentwickeln können und Dinge ausprobieren können. Weil nur dann ist es einfach für sie auch richtig geil, da dabei zu sein. Bis später. Okay, 12.50 Uhr. Ich hatte jetzt zwei Interviews in Bezug auf Online-Marketing und in Bezug auf Social-Media-Marketing. Jetzt um 13 Uhr, also in 10 Minuten, habe ich das nächste Interview in Bezug auf Videographer. Ich werde mir jetzt ein Porridge nehmen, auch bezüglich Ernährung. Leute, ich hatte heute erst einen Shake, aber ich habe jetzt richtig Hunger. Ich esse hier jetzt so ein Porridge, ein Birchermüsli. Ob man sowas jetzt genau tracken kann, nein, aber man kann das einfach grob schätzen, Leute. Und ihr wisst ja sowieso nicht eben, wie viel Kalorien ihr genau pro Tag verbraucht, deswegen könnt ihr doch ein bisschen schätzen. Falls sich manche fragen, ob ich jetzt die ganze Zeit in Berlin da mit so einem Hemd unterwegs bin, Leute, auf keinen Fall. Ich arbeite normal immer in Pullover, in Hoodie etc., aber ich habe einfach heute Bewerbungsgespräche und da bin ich vielleicht manchmal cool, wenn man schon ein bisschen hübsch aussieht. So, I'm good, how are you? Okay. Aber ein Thumbnail. Mal abonniert. Folgen und followen. Schönen Tag euch da. Das ist jetzt mein erstes Meal, also nur Whey. Ich glaube, das waren ca. 35 Gramm Whey. Und jetzt habe ich so ein Birchermüsli, weil das Einzige ist, was man eher so schätzen kann. Ja? Wisst ihr, bei so den ganzen Broten, was es da unten gibt, mit Avocado etc. Ja, da weißt du nie, auch was für Aufstriche drunter sind, wie viel Fett das ist. Das heißt, da sind die Kalorien schon irgendwie schwerer abzuschätzen. Und das ist aber einfach so ein Birchermüsli, da kannst du einfach so ein Porridge tracken. Richtig geil. Das nächste Interview. Wie geil wäre eigentlich ein Office-Hund. Ich bin richtig am Arsch. Also es ist schon sehr, sehr anstrengend, wenn man jede Stunde ein Gespräch hat, sich auf die Person einstellen muss, sich auch noch vorbereiten muss. Ich habe das ja so geblockt, dass ich jede Stunde eine Person interviewe und dass ich, sagen wir, eine Dreiviertelstunde mit der oder 40 Minuten mit der Person rede, das Interview mache, dann vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten noch kurz drüber nachdenken, Notizen mache und dann mich auf die nächste Person vorbereite. Und Leute, jetzt hatte ich, glaube ich, so 5 bis 6 Interviews, ich weiß es gar nicht mehr, und ich bin sehr, sehr kaputt, muss ich ehrlich sagen. Okay, also ich habe das hier schon oft gesagt, Leute, wenn ihr auswärts essen geht, ist Sushi das Beste, weil ihr das genau zählen könnt. Ihr gebt in die App ein, 10 Lachs-Sushi, und habt das getrackt, und das stimmt ja ziemlich sicher. Aber das Ding ist, dass es hier nur All-You-Can-Eat gibt, und ich kann jetzt nicht hier All-You-Can-Eat essen, weil wenn ich mal wo All-You-Can-Eat essen bin, ich glaube, das Problem haben viele von euch, dann eskaliert es halt schon sehr. Deswegen gehen wir jetzt zum Vietnamesen. Thai Curry, Freunde, 97, richtig geil. Reis mit Huhn, Tofu,
Glasnudeln. Bun Cha Nuong oder Bun Bo Nam Bo? Willst du Bun Cha Nuong oder Bun Num Ma Bo? Bun Chang Ching Chang. Oder Pho, richtig geil. Hey, hier will ich hin. Oh, das gibt Pho? Ja. Vietnamesisch ist richtig safe, ja. Und sowas wie Pho, da habt ihr einfach eine Suppe mit wenig Fett und mit Nudeln drin und Hühnerfleisch zum Beispiel oder Tofu. Richtig geil, Leute. Sowas ist auch top. Also generell asiatisch, Auswärtsessen, ja, dass ihr irgendwie safe seid, dass ihr keine Scheiße esst, wo, dass ihr nicht wisst, okay, was ist da alles drin. Asiatisch top, Sushi oder Vietnamesisch. Ich esse in Wien auch oft Vietnamesisch, richtig geil. Boah. Hier auch noch die Mikros. Ich nehme einmal Pho mit Rindfleisch und dann noch einmal Sommerrollen. So Leute, einmal Summer Rolls, Chicken und Tofu. Und dazu gibt es so eine Erdnusssoße. Richtig geil. Das ist einfach richtig safe, Leute. Da sind einfach nur Glasnudeln drin, Salat, Gemüse und Hühnerfilet. Und ihr tunkt das in keine fettige Soße, sondern in so eine andere Soße. Pho mit Rindfleisch, also dass du drin Glasnudeln, Rindfleisch und einfach überhaupt nicht viel Fett, Koriander. Easy Mahlzeit vorne. So Leute, und das ist, wie heißt das? Das muss ich morgen essen. Es ist 18.30 Uhr. Ich habe jetzt mein achtes Meeting. Und ich habe jetzt wirklich teilweise dauern die Meetings auch eine Stunde. Und ich habe echt nicht mal 5 Minuten Zeit. So, aber jetzt lade ich jetzt noch das Video hoch, was wir gestern hier in Berlin gemacht haben. Das wird jetzt hochgeladen, Leute, so unser erster Vlog. Und jo, jetzt das Letzte und danach gehen wir pumpen, oder? Also ohne Scheiß, wenn jemand von euch mal in einer Position ist, wo er Leute, wo er Interviews hat, Bewerbungsgespräche und so, macht niemals 9 Bewerbungsgespräche an einem Tag. Aber Leute, wir wollen in Berlin richtig, richtig Gas geben und ich glaube, dass das der Hammer wird. Also auch als Fazit, das sage ich später noch, einige von denen, mit denen ich heute geredet habe, das wird ein Hammer Team und dann ist es einfach unsere Träume in Berlin zu verwirklichen, unsere Projekte zu verwirklichen und einfach alles für diese Community, für euch zu geben und alles auch machen können, worüber wir schon so lange irgendwo auch träumen. Ihr wisst eh genau, wovon ich rede, alle in der Army sind, ja, im Livestream haben wir viel darüber geredet, ihr wisst genau, wovon ich rede. Das wird hoffentlich der Hammer. Piu. Wir waren jetzt 13 Stunden oder warte, 12,5 Stunden hier arbeiten. Zwischendurch die ganzen Sprachnachrichten mit euch auf Instagram, in der Army war ich. Ich habe alles beantwortet, Stories gemacht. Und so sah jetzt mein ganzer Arbeitstag aus. Also alles, was ihr gesehen habt, plus zwischendurch noch einfach, ihr verfolgt mich ja eh, was ich die ganze Zeit auf Instagram mache. Und der verrückte Typ hinter der Cam will jetzt pumpen. Nein, wir gehen jetzt pumpen. Aber nur noch mit Booster. Ohne Booster ich jetzt schlafen. Nein, Spaß. Natürlich gehen wir trainieren, das war ausgemacht. Auch wenn so ein wichtiges jetzt, Leute, wenn ihr so einen Arbeitstag habt oder Schule, dass ihr jetzt nicht nach Hause kommt, ja, und dann mal chillt eine Stunde, weil dann verliert ihr oft die Motivation, noch ins Gym zu gehen. Auch ich bin doch genauso wie ihr, ja. Und deswegen direkt ins Gym, ja. Am besten, ihr nehmt schon immer die Trainingssachen mit in die Schule, mit in die Arbeit und macht das dann wirklich im Anschluss und danach seid ihr zu Hause. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir machen das jetzt auch. Sachen schnell ins Apartment, Booster und durchziehen, Leute, ab ins Gym. Und dann war das so ein 14 bis 15 Stunden Hustle und Trainingstag. So erreicht man was im Leben. Wo sind die Monster? Eisfach. So Leute, es ist jetzt 21.50 Uhr und wir haben jetzt geholt dieses Lidl Monster, Leute, das ist auch sugar-free und das Zitronenmonster ist nämlich auch sugar-free und die kenne ich nicht, weil ich habe die in Österreich auch noch nie gesehen und die nehmen wir jetzt als Booster, weil wir sind richtig fertig und brauchen ein bisschen Koffein. Welches nimmst du? Lemon. Echt? Okay. Lemon, ja. Aber wir machen 50-50. Und er ist so ein richtiger Junkie in Bezug auf Fanta. Und den kenne ich auch noch nicht. Also lila und gelb
gibt's in Österreich nicht. Beide sugar-free. So Leute, es ist gleich 0 Uhr. Ich habe jetzt ein ganz normales Push-Training gemacht. Wir haben jetzt aber wie gesagt nicht gefilmt. Und war noch extrem wichtig, direkt ins Gym zu gehen. Unfassbarer Tag. Das heißt, ich gehe heute sicher erst um 1 ins Bett, aber Hauptsache man hat noch durchgezogen, Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Ich verabschiede mich jetzt schon. Schöne Grüße aus dem Gym. Vielleicht gehen wir aber noch was essen. Irgendwie Subway, Grilled Chicken, das habe ich mir auf jeden Fall heute verdient.